Manche Wohnungen sind oftmals besser gesichert als Fort Knox. Wenn ich jetzt in die digitale Welt reinschaue, ist dem nicht immer so. Ich gehe datendreist, denke nicht darüber nach. Das wäre so, als würde ich mein Gold, meinen Schatz vor die Haustüre legen. Täter können von irgendwo auf der Welt mich angreifen. Das ist mittlerweile ein hochprofessionelles Geschäft. Das ist rasant gewachsen, weil wir immer digitaler werden. Vor 2-3 Jahren gab es da weltweite Schäden von mehreren Milliarden. Prognosen sagen, dass sich in den nächsten 5 Jahren die Schäden pro Jahr zwischen 15% und 20% steigern werden. Ich habe als Analogie mal eine Zwiebel mitgebracht. Die Zwiebel schützt ihr Inneres durch mehrere Schalen. Nehmen wir eine Schale ab, ist die Zwiebel immer noch geschützt. Die Deutsche Bank hat natürlich eine IT-Security-Strategie, die besteht aus ganz, ganz vielen Komponenten. Hier ist es auch wichtig, dass wir uns mit anderen Unternehmen, aber auch mit den Behörden ganz eng vernetzen und austauschen, um zu schauen, was ist der neue Modus, wie können wir dem begegnen. Man muss sich erstmal des Risikos bewusst sein. Einfach und sehr effektiv ist zum Beispiel, unseren Link zum Online-Banking als Online-Favorit in Ihrem Browser zu speichern, um gar nicht Gefahr zu laufen, aus Versehen dann auf eine E-Mail zu klicken. Ganz wichtig ist, gute Passwörter, die sollten möglichst komplex sein, regelmäßig geändert werden. Zweite Möglichkeit ist, sicherzustellen, dass all Ihre Geräte die neuesten Updates haben.